Hallo ihr Lieben! Hallöchen! Hi! Wir sind Marika und Andi vom Kanal Einfach Andi und, ja, und die Marnis Family, die liebe Regina. Wir begrüßen euch. Ja, Andi muss natürlich wieder reinquatschen, das ist so typisch, den kennt ihr ja schon. Ne? Das hört sich nie an. Über die große Klappe. Und wir hatten euch versprochen, wir backen Kuchen. Ich? Ja. Mit dem gleichen Rezept. Genau. Allerdings, aber mit einer vergessenen Zutat. Jeder mit einer vergessenen Zutat. Die konnte sich jeder selbst raussuchen. Richtig. Und du hast vergessen? Marmelade. Die Marmelade. Und ich habe die Butter vergessen. Deins ist besser als meins. Das wissen wir noch nicht. Ja, weil doch, ja, weil, also ich bin, wie viele Kalorien Butter hat. Ja. Wie viel Butter kann man? Ich arbeite mit Kalorien sparen. Ich habe einen Diätkuchen gebacken. Ich wische Butter beachtet auf meine Linie. Genau. Ja. Ja, du müsstest mal abnehmen, ich nicht. Ich bin nämlich super schlank, das wisst ihr ja. Ihr seht mich ja immer in meinen Videos. Ja, genau. Und ich habe keinen Gramm Fett zu viel. Nee, genau. Aber ja, zumindest zu Weihnachten haben wir definitiv keinen Gramm Fett zu viel. Weil man ja immer deinen ganzen Körper sieht. Ne? Genau. Verarsch mich mal weiter. Ne? Ich bin blind, aber nicht blöd. So. Ich sag jetzt nichts, nee, an dir. Nee, das ist alles zu spät. So. Jetzt seht das mal, wie ich es hab. Ne? Ja, er wird immer gemacht. Aber ich lieb sie beide. Ja, der arme Andi. Wir machen jetzt eine Dose Mitleid auf. Oh ja. Aber ich denke, eher mal dumm rumquatschen und unser Kaffee kalt wird. Genau. Ja, übrigens Haselnusskaffee. Ja, den hat er mitgebracht. Den hat Nikolaus hat ihn mitgebracht, und der Andi spendiert uns eine Runde. Aber bevor wir den Kuchen anschneiden, wollen wir euch doch nochmal zeigen. Genau. Einmal. Das ist von Einfach Andi. Genau. Und ich verbrenne mir gleich hier. Und meiner ist viel niedriger. Ich habe nicht so viel Liebe reingebacken wie der Andi. Der da wurde noch sehr hoch geworden. Du hast sehr heftig geschlagen. Ja, genau. Das ist meiner. Ja, ich denke mal, wir reichen einfach mal. Du hast wir haben überall Marmelade und Schokolade. Du hast die Liebe bloß verdichtet. Genau. Ihr seid ja auch schon ein bisschen älter und da wird die Liebe dichter. Das ist so, im Alter schrumpft man, da schrumpft vielleicht auch der Kuchen. Ja, und die Liebe wird dicker, dichter. Also, ne? Also ich lässt sich schon mal gut schneiden übrigens. Ich habe gar keine Mikrofone. Nee. Ich hoffe, bei euch ist es laut genug. Das passt schon. Ich glaube, wir sind laut genug. Im dummen Zeug rumquatschen. Genau, im dummen Zeug rumquatschen. Na, ich mach's nicht. Ich bin echt gespannt und ich denke mal, Dietmar kann ja auch mitprobieren und kann sein Urteil abgeben. Und wenn da was Speiches sagt, kriegt da nichts mehr von mir gekocht. Eins, zwei, drei. Aber wir trinken heute noch Glühwein, da geht los. Und Alessandro, auch du darfst natürlich ein Stück kosten. Mal gucken, ob das. Ist ohne Alkohol. Also ohne Alkohol? Ja, ganz. Und mit nur mit Behelfsalkohol. Ich habe noch mein letztes bisschen Rumaroma zusammengekratzt. Ich habe nur so eine große Flasche. So, ich gebe jetzt mal Rum einmal. Ja. Dann können wir ja schon mal gucken. Eigentlich. Andi, willst du ein Stück Rum haben? Traust du dich? Denkst du, dass du was vergiftet? Ich hab mir extra ein Stück für dich. Ich habe mir gemacht. Na. Nee, das ist jetzt erstmal. Ach, das ist da. Ach so. Ja, genau. Die Konkurrenz, ja. Du kannst aber vorkosten. Konkurrenz, also das ist meiner und der wird gefälligst mit sehr gut bewertet. Ja, natürlich. Ich riech mal. Riech mal was mal. Ja. So. Also, wenn der schmeckt. Hart ist er. So, der gibt es auch noch. Zumindest die Schokolade. Die Schokolade ist hart. Einmal für dich. Dann werde ich den nochmal backen. Aber ohne Zeitdruck und ohne Kind mit in der Küche. Ach stimmt, das ist dann anstrengend. Nur mit drei Schüsseln. Ach, meine Küche hat ausgesehen wie Sau. Geht nicht. Du bist zu schwach. Bist du zu schwach, ist der Punschkuchen zu weiß ich nicht, zu alkohollastig. So. Die Schokolade ist halt fest. Na super, jetzt fährt er mit raus. Also hast du auf jeden Fall sehr, sehr locker. Bin begeistert. Mhm. Ja, bis auf die fehlende Butter geht. Das ist der Diätkuchen, Andi. Ja. Und da wirst du es essen. Ich habe das extra so gemacht, damit wir zu Heiligabend richtig viel essen können. Aha. Das war der Plan. Aber ihr habt doch noch einen Stollen. Das schneiden wir dann an. Ja, aber das gibt's. So, jetzt müssen wir noch ein anderes Stück. Jetzt müssen wir von deinem. Ja. Eurem. Ich habe schon gesagt, das ist hier unfair. Ich habe alles alleine gemacht. Fast.
Ich hab doch gar nichts gemacht. Karte. Mein süßer Enkelsohn, also der hat fleißig mitgerührt. Und ist dann, als ich angefangen habe, ja, so ungefähr, doch einen Mixer rauszunehmen mit dem Rührgerät, da hat er angefangen zu heulen. Das war gruselig. Das war ihm zu laut. Aber so hat er halt mitgerissen. Ganz fleißig. Er hätte mir die Kekskrümel zu manchen, nee, die Kekse zu manchen sollen. Das ist geil. Das hab ich mir, da habe ich mir eine Maschine zu helfen. Ja, und? Maschine, Ehefrau und ich Arme hab alles alleine gemacht mit meinen kleinen Händen. Ach, das ja. Du tust mir leid, wirklich. Ja, das glaube ich dir auch. Du hast es mit mir mehr einfach. Ja. So. Aber frag mal deine Tochter. Die muss mich schon 24 Stunden aushalten. Die ist gestraft. Ja, ich bin gestraft fürs Leben. Genau. Und das seit 22 langen Jahren. Ach, Jemine. Ihr habt was für eine Klausur drauf? So bloß mal. Vollmilch? Aber ich Kuvertüren. Genau. Ich habe diese in den komischen Läppeln hier. Zuerst die Jury. Genau. Ne? Zuerst die Jury. Die wir in der Mikrowelle. Oh, wisst ihr, wen wir hätten einladen können? Der Nikolaus. Nee. Der ist aber schon wieder. Ja, du denkst hier. Na, nur raus damit. Wie heißt der denn? Im Restaurant-Tester. Der ehemalige Dicke. Der ehemalige Dicke. Ich weiß, wen du meinst. Oh, wie heißt ja, der? Schreibt mal in die Kommentare, wen ich meinen würde. Wir wissen es nicht. Also ich zumindest. Tim Melzer. Der war ehemals Frank. Das ist ja kein Shitstorm. Kein Shitstorm. Wenn das jetzt gestoppt wird, denke ich ganz gut. So, jetzt probieren wir mal euren. Genau, auf jeden Fall ist er härter von der Glasur her. Das habe ich schon beim Schneiden gemerkt. Ja, auch so die. Ist ja fehlt ja Marmelade. Ja, fehlt ja Marmelade. Kann ja nicht weich werden. Schmeckt aber ganz anders. Ja. Das schmeckt komplett anders. Ja. Da ist fast eine ganze Flasche rumherum drin von so eine große Flasche. Siehst du mal. Ich habe jetzt nichts gesagt. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Du hattest die Marmelade vergessen. Ich habe die Butter vergessen. Das ist das Einzige. Los. Aber ansonsten. Läuft noch? Kamera läuft noch an, Alessandro? Alles noch da? Mhm. Gut. Ja. Wir hätten ein zweites Stativ gebracht. Wir haben doch ein lebendes Stativ. Schmeckt komplett anders. Aber komplett. Also ich könnte mich jetzt aber nicht entscheiden, was mir besser schmeckt. Mhm. Wir mischen das jetzt alles zusammen. Ja. Und dann ist es... Wenn wir machen die übereinander und machen dann halt tatsächlich... Der Butter schmeckt irgendwie schokoladischer, komischerweise. Ja, der deiner schmeckt... Und deiner schmeckt dann nach rum. Genau. Ich habe heimlich echt noch. Ah, deswegen. Du hast dich bloß wegen deinem. Ich habe wirklich nur noch so ein ganz kleines bisschen Rumaroma dran gehabt. Und ich weiß nicht, ich dachte, ich bin dann nach Geruch gegangen. Ich dachte, okay, ja? Jetzt kannst du es lassen, sonst hätte ich nämlich nochmal runter zu das da rein müssen. Jetzt angerufen, wir haben noch 25 Flaschen. Da wärst du zu mir gekommen. Das ist halt ja, dann hättest du ja auch nicht nach oben geschmeckt. Alles Diät, jetzt wird Diät gehalten. Ab von Weihnachten bis Nikolaus dann nicht mehr. Dann nicht mehr, dann ist vorbei. Gut. Aber insgesamt ist euer das auch die Füllung. Ja, die Füllung ist besser, aber da fehlt ja auch die Marmelade. Und das macht nämlich, denke ich mal, viel aus. Ja, aber die Schokolade sieht doch ganz anders aus. Ja, ist egal. Ich kann es euch ja nochmal zeigen. Ja. Sag, wie von der Farbe her, wie unterschiedlich. Das ist nämlich unserer. Und der ist viel dunkler. Nee, der ist dunkler. Und der ist viel heller, obwohl wir genauso vollmisch genommen haben. Ich habe auch keine Kuvertüre. Ich habe ja aus diesen kleinen. Ach, aus dem Becher. Genau. Ah, das macht nämlich schon wieder einen Unterschied. Diese nee, da habe ich Vollmilchschokolade. Die ganz, ganz teure Billigschokolade. Die ganz teure Billigschokolade. Genau, die haben wir auch. Die ganz teure Billigschokolade aus... Habe ich die aus Lidl? Ja, aus Lidl geworden. Ist doch egal, wir machen ja jetzt keine Schleichwerbung. Nee, wir machen keine Schleichwerbung. Ich weiß, ist das schon kurios. Wir sind absolut keine Profis, das merkst du. Nee. Und wenn wir das nächste Mal das probieren, würde das wieder anders schmecken. Genau. Also. Aber es schmeckt halt lecker. Genau, wir machen mal jetzt Kaffee und schneiden das mal unseren Stollen an. Und ja, genau, der ist wichtig. Genau. Mal gucken, ob wir den ganzen Punschkuchen und den Stollen leer kriegen. Ich mag ja keinen Stollen, wie er ja bereits ist. Aber ich esse den ganzen Punschkuchen. Ist das so ganz umgefallen? Naja, egal. Solange du nicht unter den Tisch gefallen bist, alles gut. Nee, das kommt erst später. Es gibt erst später. Ja, also jetzt kannst du noch später. Ja, wenn wir fertig sind. Wir haben alles auf. Wir machen Kaffee drin. Gut, alles klar. Wir machen los. Tschüss, ciao. Nein, war ein Spaß. Jetzt ist der Kaffee kalt. Das ist ein bisschen ärgerlich. Also kippen wir weg und machen wir ihn. Jetzt ist ja da. Ja, der Haselnusskaffee. Ja. Also mir schmeckt das sehr gut. In diesem Sinne. Dann sagen wir mal Tschüss.
Ciao, ciao. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Und wir backen ja heute Abend noch Pizza, da dann gehen wir immer noch mit. Genau, das kommt ja dann auch nochmal dabei. Genau. Da verwüste der Herr dann meine schöne Küche. Die ich nach dem Backhaus. Ja, das wieder Antwort wollte ich jetzt nicht sagen. Wieder aufgeräumt habe. Ich mache Abendbrot heute? Ja. Aber Pizza, er weiß es nur noch. Er weiß es nur noch nicht. Ja, jetzt weiß ich. Das ist halt unser Opfer heute. Genau. Ich wusste es doch, es hat einen Haken, die ganze Sache, warum ich Stollen krieg und du hast mir doch selber gepackt in den Wunschkuchen. Genau. Unser Name sagt. Wenn es euch gefallen hat, mal Daumen hoch. Genau, ja. Und über ein Abo würden wir uns alle freuen. Bilder. Genau. Und jedes Abo mehr bringt uns weiter. Und mich bringt es näher an meine Schwiegermutter ran. So oder? Ja, nee, also. Von so, Abonnenten. Aber jetzt ist es wirklich gut. Ja. Und wir sagen tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Winke, winke.